Kleine, die Instrumente des Himmels, unsere Botschafter, werden angegriffen und entehrt werden durch die Instrumente, die meinem Widersacher dienen. Sie versuchen mir diesen Spaltung und Verwirrung zu stiften, da mir daran Glaubwürdigkeit verloren geht. 2. April 2018, 13.35 Uhr, dringender Aufruf von Maria Rosa Mystica an das Volk Gottes. Kleine, der Friede meines Herrn sei mit euch und mein mütterlicher Schutz stehe euch immer bei. Meine Kinder, die Illuminati-Eliten im Dienste meines Widersachers öffnen die dimensionalen Portale durch Riten, damit die Welt von den Dämonen überfallen wird. Die Wesen, die ihr Außerirdische nennt, sind Dämonen und überfallen die Erde. Viele Lichtkugeln werden an vielen Orten gesichtet und das sind nicht Wesen von anderen Planeten, wie man euch glauben machen will, das sind Wesen aus der Unterwelt, der Hölle entsteigende Dämonen, die kommen, um sich mit den Abgesandten des Bösen hier auf der Erde zu vereinen. Kleine Kinder, diese Dämonen kommen in Licht verkleidet, um euch zu täuschen. Ich warne euch, beachtet keine Botschaft, die von Lichtwesen redet, denn das ist dämonisch. Es werden bereits viele Botschaften verbreitet, die vom Kommen des kosmischen Christus und den Engeln des Lichts reden. Vorsicht, kleine Kinder, denn diese Engel sind Dämonen. Der Himmel hat euch nur von der Existenz dreier Erzengel Kenntnis gegeben, Michael, Gabriel und Raphael. Namen von anderen Erzengeln als diesen sind von der neuen Ära, die meinem Widersacher dient. Seid also vorsichtig und aufmerksam und achtet nicht darauf, noch hört Botschaften der sogenannten Lichtwesen, denn die kommen von der Seite meines Widersachers. Kleine, die Instrumente des Himmels, unsere Botschafter, werden angegriffen und entehrt werden durch die Instrumente, die meinem Widersacher dienen. Sie versuchen mir diesen Spaltung und Verwirrung zu stiften, damit daran Glaubwürdigkeit verloren geht. Ich warne euch vor diesen, damit ihr nicht getäuscht werdet. Jede Botschaft, die vom Himmel kommt, muss sich mit dem Wort Gottes decken, denn es gibt nichts Neues, alles steht bereits im Heiligen Wort geschrieben. Der Himmel erinnert euch durch seine Instrumente dieser letzten Zeiten an das, was bereits geschrieben steht. Die Botschaften, die von Wesen anderer Dimensionen reden und von Engeln des Lichts, kommen nicht von Gott. Ein Botschafter des Himmels greift kein anderes Instrument an, noch verirrt er sich in Täuschungen, da das geschehen wird, ist es das Werk meines Gegners, um zu spalten und Chaos und Verwirrung im Volk Gottes zu stiften. Die Botschaften werden sich stark vermehren und viele falsche Propheten werden auftreten und sagen, dass Christus gekommen ist. Deshalb bitte ich euch, kleine Kinder, dass ihr bittend und wachsam bleibt, damit ihr nicht getäuscht werdet. Lest das heilige Wort Gottes und vergleicht alles, damit ihr im Glauben standhaft bleiben könnt. Ruft jeden Augenblick unsere Hilfe und unseren Schutz an und versiegelt euch mit der Macht des Blutes meines Sohnes, denn das wird euch von den Angriffen und Brandpfeilen des Bösen befreien. Lernt das Gebet der Versiegelung mit dem Blut meines Sohnes auswendig. Legt die geistige Waffenrüstung an am Morgen und in der Nacht und weitet sie aus auf eure Kinder und Verwandten, damit alle durch den Himmel geschützt und beschützt bleiben. Lasst meinen Rosenkranz nicht los, denn er ist die mächtigste Waffe, die ich euch gab, um meinen Widersacher und seine Anhänger des Bösen zu überwältigen. Bittet in Gebetsketten mit ihm und bittet um die Rettung aller Sünder der ganzen Welt. Der Friede meines Herrn bleibe bei euch. Es liebt euch eure Mutter, Maria Rosa Mystica. Lasst die ganze Welt meine Botschaften wissen, meine kleinen Kinder.